Einen wunderschönen guten Abend. Heute tun wir einfach ein bisschen ganz geschillt. Diablo 3, bisschen Farmen, bisschen nicht so hohe Skirifts machen, alles ganz entspannt. Für den Tag ausklingen zu lassen. So, anwenden, okay. Gut. Ich denke, ich werde jetzt auch nicht so viel erzählen können. Aber jetzt als Betupferl ist klar, wie Diablo 3 gar nicht so verkehrt. Heute habe ich mal festgestellt, so auf dem Paragon-Level her stink ich ganz schön ab, weil wenn ich mir da angucke, was so die meisten anderen öffentlichen Spiele für Paragon haben, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, glaube ich. Aber gut, das ist halt also, ich spiele ja auch nicht durchgängig. Meine Namensänderung scheint gut zu sein. Mein Problem mit meinem alten Namen oder jo, noch Name ist jo, dass man mich über die Suchmaschine nicht gefunden hat. Und ich muss sagen, also mit dem neuen Namen, da mit dem Pelzer Paladin. In alle Suchmaschinen vorne mit dabei. Also auf YouTube war ich glaube ich der dritte Intrach. Auf Twitch, je nachdem wie man es schreibt, also wenn man es richtig schreibt, bin ich sogar der einzige Intrach, den er findet. Und selbst wenn man es falsch schreibt, findet er eben. Also das ist dann doch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich hätte ja nicht gedacht, dass das so ein Problem gibt, mit zu in Suchmaschine gefunden zu werden. Hätte ich so nicht erwartet. Da habe ich, glaube ich, die Suchmaschine für intelligenter gehalten, wie sie sind. Später mit meinem Dämonenjäger habe ich einfach immer das Problem mit der Hassgeneration. Also
Zwar nicht ganz so schlimm wie am Anfang und auch nicht so katastrophal wie beim Baba, weil mein Baba, der läuft ja richtig übel, also. Beziehungsweise Baba will ich jetzt auch umbauen, dass der einfach nur noch zum Speedfarmen da ist. Und dafür fehlt mir noch ein Ring. Und gut, ich hoffe, dass ich den jetzt oder mit irgendwann irgendwie finde. Ich gebe ja auch alle Blutsplitter jetzt für Ringe aus, in der Hoffnung, dass dann der richtige fehlt. Ich kenne den gar nicht. Mal Zettel, wo ich aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben, wie der Ring heißt. Rachels Ring des Diebstahls. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, das Ding habe ich bestimmt schon 3, 4 Mal weggeschmissen, verschrottet, ohne zu gucken, was es ist. Zumal keine Helfer. Gott, was ich noch level, obwohl es nur 100er sind, hallo. Ich dachte, ich müsste herlaufen, für dass es noch vorwärts geht, aber ja. Das ist halt auch, wie schnell man die Dinge abschließt. Viele denken ja, oh, umso höher, umso besser. Ja, aber es nutzt eben nichts, wenn man für jedes Cheatrift 15 Minuten braucht. Dann macht man lieber 3 schnelle Kläne in derselben Zeit. Und gut, ich bin ja eh wieder beim Edelstein Hochlevel, insofern ist das mit denen Paragon-Level eher als kleinen positiven Nebeneffekt zu werden. Apropos, wie gefällt ein Eichenorme Pelzer Paladin? Also, wie gesagt, ich habe da wirklich lang mit vielen diskutiert. Vielleicht haben sie sich auch mit Negativkritik aus Höflichkeit zurückgehalten, das weiß ich nicht, aber das glaube ich nicht. Und mir gefällt der Name relativ gut. Also dafür, dass der DH hier nicht auf Tempo geskillt ist, ist er doch recht fix. Also, da habe ich schon langsameres gesehen. Die Teufelsmaid. Da war sie.
Gebrauchsgegenstand ist auch nicht verkehrt. Ständig aufwertet, oder das geht richtig ins Geld. Ich wehre mich ja immer gegen die Goblin Rifts, aber in letzter Zeit muss ich zugeben, macht es wirklich auch für mich Sinn, und also mal will sie machen. Einfach für dass man dann doch genug Kredits hat. Übrigens Hardcore werde ich jetzt in naher Zukunft nicht, also gar nicht spielen, weil ich hier noch die Probleme mit meinem Internet habe. Aber wenn dieser super tolle, super schnelle neue Anschluss freigeschaltet wird, wo ich habe, und wenn mein Internet dann stabiler ist, dann kann sogar sein, dass ich, weil ich nur noch Hardcore spiele, aber erst muss der Anschluss da sein, vorher wird doch gar nichts passieren. Obwohl ich zugeben muss, ich bin jetzt im Moment noch ein bisschen skeptisch, was ich spiele, weil mit meinem instabile Internet war ich schon hardcore immer auf Builds angewiesen, die quasi fast unsterblich waren. Und wenn das neue Internet jetzt wirklich so gut sein sollte, dann könnte es sogar sein, dass ich eventuell auch mal an ein paar Builds machen kann, die mehr auf Effektivität sind. Ich denke, heute werde ich auch nicht so lang streamen. Es hat ja sogar erst so ausgesehen, als hätte ich heute keine gar nicht streamen, aber ich bin froh, dass es zumindest jetzt noch ein bisschen geht. Es ist nicht immer so leicht, wie man es gern hätte.
Also der komische Ring, der mehr Movement Speed geben soll, der scheint mich nicht so zu mögen. Der will irgendwie nicht fallen. Und wenn ich das richtig mitkriegt habe, kann der mit jeder Klasse fallen. Also bin ich gar nicht immer auf E bestimmt, der Orgewiss. Und Edelstählfarmen, das entwickelt sich für mich langsam, ach doch, so ein bisschen zum Problem, hallo. Da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich auch nicht. Wenn die da dann mal gucke, dass ich auch mal wieder mit meinem Barbar, mit meinem Mönch probiere, ein bisschen hier laufe. Da habe ich in letzter Zeit nicht so viel Liebe zukommen gelassen, weil einfach der DH aktuell doch mein Primär-Char ist. Aber das heißt ja nicht, dass die zwei vergessen sind. Er könnte mal ein bisschen die Pötte kommen. Obwohl ich habe Idee, ich probiere gleich mal was aus. Ich probiere. Ja, super. Toll. In der Explosion stehen geblieben. Gut gemacht, Rose. Richtig gut gemacht. Habe ich machen wir mal NATO draußen, mache ein bisschen mehr Movement Speed, dann geht das Ganze hier wahrscheinlich ein bisschen flüssiger, hoffe ich doch. Und so oft prockt hier kein NATO, dass ich mir da jetzt Gedanken machen müsste. So, gleich sind wir 1300, es läuft. Es läuft. Irgendwie tut man wirklich in jeder Season leichter und schneller leveln. Wenn ich mir überlege, ganz am Anfang von Diablo 3, wie lange das gedauert, gerade in der Endphase zu leveln. Und jetzt? So, wo sind wir dann stehen geblieben? Genau bei dem. Gut. So.
Dann gucken wir mal, dass wir das ein bisschen schneller machen. Ach, da wollte ich jetzt nicht drauf. So, wo wollte ich dann drauf? Dobarara wollte ich drauf. Genau. So. Und bei Gefährte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das schneller läuft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das schneller läuft. Na, schneller nicht, aber flüssiger. Also ich empfinde das so jetzt als recht angenehm. Ich merke zwar deutlich, ich bin auch ein bisschen instabiler geworden, aber damit kann man leben. Solange wir nicht dauerhaften Dreck leiden, ist alles gut. Das spielt sich praktisch recht angenehm. Hey, die war hervorragend, wenn ich mir das so aufrufe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe noch 12 Minuten. Es heißt, dass ich in 3 Minuten durch bin. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben.
So, und noch E-Level, dann sind wir 1300. Läuft hier immer besser. Mal gucken mal da. So. Ich denke, dass ich mit dem auch relativ gut farmen kann, wenn ich mir das da so angucke. Apropos farmen, genau das machen wir jetzt gleich mal. Wir machen noch eine Runde bauen, diese 2. Ich hasse ja bauen, diese, also die machen überhaupt keinen Spaß, aber man braucht halt die Mats. Und das machen wir dann öffentlich, dann geht es auch rucki zucki. Hey, Hamster Stain, Servus. 100er, ich schlaf 100er. Hallo. Also von der Stärke von meinem Schaf finde ich, ist das eigentlich das optimale Verhältnis zwischen die Zeit, die ich brauche, fest. Es ist halt also, ich. Klar, komm rein. Komm rein. Warte mal. Da siehst du mal Kennung. DEE Evil Tests Raute 2840. Hey, da guck mal, da steht es doch im Stream. Evil Tests 2840. Guck mal da. Ach, da ist die Cam drin. Ach Gott. Warte, 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 warte. Sorry, sorry. Ja. Man merkt, ich bin noch nicht der erfahrenste Essegun. Das war falsch. Guck mal, kann ich jetzt hier? Gut. Guter Name, kleiner Dude. Kleiner Dude. Dann mache ich mal die Kamera. Gut. Ich muss dich aber vorwarnen, ich mache nämlich so, also ein bisschen spiele ich noch. Vielleicht eine Stunde oder so, aber halt nämlich bis Ultimo. Du spielst noch gar nicht so lang, aber guck mal, schon richtig hoch. Gut. Ich bin stärker geworden.
Gib mir noch eine Sekunde, ich tue mal alles durch in die Tonnen trete, weil Platz im Inventar braucht man immer. Gibt es irgendwas an Gear, was du noch haben willst, falls du mal ein DH spielen wolltest oder so? Da geht es einfach ums Spiel allgemein. Gut. So, Attacke. Gut. Über Battle.net reden. Ich mache jetzt nicht mehr so lang, dass es sich noch lohnt, aber guck doch einfach auf meinem Twitch-Kanal. Ich habe hier einen Discord-Server, dass du dann die Stadt inloggst, wenn du mal lustig bist. Und dann gehen wir dem, wenn du das nächste Mal mitspielst, über Discord. Weil, wie gesagt, also das Dota, das ist so easy. Ich glaube, da müssen wir gar nicht großartig. Das Dota, das ist ja total geschillt. Also. Magier, weil dabei viel in Hardcore gespielt, hat mich gewundert, aber anscheinend sind die Magier bei recht stark. Ja, wie man an dir sieht, also die Magier, die sind wirklich nicht verkehrt. Also Magier ist eine Klasse, die ich noch nicht so viel gespielt hat. Was ich halt, wo ich Magier gesuchtet hat, war so, das ist schon ein bisschen länger her. Da war der so der klassische Archon-Mage, wo man dann dauerhaft im Archon war. Und das habe ich geliebt. Also das, damit konnte man zwar auch nicht so hochlaufen, aber zum Farmen war der genial. Also und so doof es klingt, man merkt direkt, wenn man SWOT ist an der EP. Also der Bonus, der ist gar nicht immer so schlecht. Beinahe. Das finde ich immer nervig, wenn man gerade bei so Speedruns stirbt, weil man dann immer Uff-Werte verliert. Weil vom Paragon-Level her macht das mit den Runs ja eh nicht wirklich Sinn. Und wenn man dann auch noch immer nicht Uff-Werte kann, dann ist das umso sinnloser oder nutzloser. Ich glaube, ich habe wieder die Sackgasse gefunden, aber habe ich den Ausgang? Oh ne, ich habe den Ausgang. Ausgang ist gut. So. 122er war bis jetzt mein höchstes. Aber nur mit Magier, wie gesagt, Magier ist aktuell mein Primärklass. Ich spiele ja auch noch Barbar und Mönch mit denen zwei Lauf. Ich glaube 105, aber wie ich vorhin im Stream gesagt hat, ich
hab die nicht so viel gespielt, die Season. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft noch over. Und ich werde auch demnächst mit dem Dehado ein bisschen aufhören und werde die anderen zwei ein bisschen mehr spielen, weil ich will ja auch mit denen weiterkommen. Also ich denke, da ist noch ein bisschen Luft noch over drin. Ja, da gibt es so einen Ring zum Speedfarmen, der fällt bei mir nicht ums Verrecken, also. Aber gut. Ja, ah ja, aber wie gesagt, du bist vom Level her ausständig, also. Weil wenn ich mir auch gucke, was da teilweise, also irgendwie ist Weihe Paragon 2000 gar keine Seltenheit mehr. Und alles in Arschaisch. Allerdings muss ich auch sagen, so vor 3 Tagen gab es noch ein paar Teile, die ich in uralt gebraucht hätte, aber ja. Obwohl doch, Fokus und Zurückhaltung, die brauche ich noch in uralt. Die habe ich beide. Ich glaube, eins habe ich sogar in uralt, aber komplett falsch gerollt. Aber du spielst auch unterschiedliche Klasse, habe ich gesehen, weil das ist was, was mir viel mit Recht vorwerfen. Es ist ineffektiv, aber es ist halt so, ich habe gern Abwechslung. Also ich bin nicht so der, wo jetzt, genau wie ich gesagt habe, dass ich jetzt irgendwann demnächst wieder ein bisschen Barb spiele, ein bisschen Mönch spiele, weil der da ist jetzt für mich doch schon so ein bisschen ausgelutscht. Sag mal, der Magier, der geht hier richtig ab, weil da kann man wirklich nichts sagen. Das scheint wirklich ein starker Bild im Moment zu sein. Verbrauchsgegenstand, brauchst du Verbrauchsgegenstand, weil ich kann, also mich kann man damit zuschmeißen, also ich habe jetzt so viele. Ja? Aha. Ja, genau, geht mir ähnlich. Am Anfang von der Season, da braucht man die dringend, aber wenn das Ding am Laufen ist, wofür? Hallo? Ja, genau das ist mein Problem. Wie gesagt, bei mir fallen auch, also ich hatte auch schon mehrere uralt, aber das bringt mir nichts, weil ich brauche Crit-Chance und Crit-Damage und dann halt
Je nachdem, was bin ich? Ich bin eine Geschickklasse. Jo, Geschick brauche ich. So. Das, was ich da level mache, obwohl so niedrig ist. So, weiter im Text, den ich sah, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Erfolgreich die Sackgasse gefunden. Hoppala. Hängige Blip. Schild ist immer gut. Schild ist immer gut. Aber wie viel schneller das geht, wenn man es zu zweit macht. Also, das ist auch krass. Ui. Das finde ich immer so nervig, wenn man am Hochski rifft. Die Zeit ist knapp, man weiß nicht, ob man es packt. Und dann spawnt der irgendwo mitten in der Pampa, wo man dann erst noch 20 Sekunden hinlaufen muss. So. Oh, nein, Waff, Trommelwirbel. Naja. Naja. Obwohl schlecht ist sie jetzt auch nicht, aber. Der Burner ist er nicht.
Bei dem Text, den ich sah. Die Sackgasse gefunden. Das liebe ich immer. Der lauft man, lauft man, lauft man, dann kann man den ganzen Weg zurücklaufen. War doch blauer Tatsache. Ach Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Das war mein Drucker, also der Drucker ist ein Phänomen, also das ist ein ultimativer High-End. Ach Gott, nee, oder? Der verarscht uns doch. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Ey, der verarscht uns doch. Na also. Aber auf mein Drucker ist Rixekumme, der kann alles und der ist ein Phänomen. Da drückt man auf Druck und Druck und Druck und uns passiert gar nichts. Ja, der speichert alles. Und irgendwann mitten in der Nacht schaltet sich das Ding dann von den Layer und druckt wie ein Wilde. Geht nichts über zuverlässige Technik. Früher war es so, wenn ich Drucker hatte und auf Druck gedrückt hat, war er direkt losgedruckt, ne? Halt nicht da. Irgendwann, also wenn man Pech hat, 3 Tage später. Oh, GZ, zeige mal. Ist der gut? Ich kenne mich nicht aus mit dem, also im Moment nicht so, weil. Wie gesagt, Magier ist doch eine von den Klassen, wo ich sehr wenig spiele. Aber gut, normal ach Mönch und die Season habe ich viel Mönch gespielt. Ja, das ist es. Das geht mir auch immer so. Ich finde die beste Sache nur nicht für den Bild, wo ich spiele. Allerdings richtig klasse Wetter mit der archaischen Set-Teile. Also in der Season sind bei mir, ich glaube, 6 oder 7 gedroppt. Was ein Schrott. Jetzt ohne, also Kram, das braucht kein Mensch. Also, Tasker und Theo, gut, vielleicht mit Hexedoc, aber ich spiele im Moment kein Hexedoc und, Plektor sind lauter so ein Kram, wo kein Mensch Ohr zieht. Da bin ich gespannt.
Ach, gut. Voilà. Hänge geblieben. Das kann ich auch gut. Wenn irgendwo ein kleines Eck ist, wo man hängen bleiben kann, ich bleib hängen. Also. So. Ich glaube sogar, ich habe sogar die Sackgasse gefunden. Aber ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wow. Oh nee. Ach komm. Ach komm. Ja. Super. Satz mit X war wohl nix. Aber gut, immer aufwerte kann ich verschmerzen. Da gibt es Schlimmeres. So. Da gibt es Schlimmeres. Oh. Gut, machen Macht. Ups. Gut. Ich brauche jetzt mal kurz gleich. Ich muss für Schrotte. Oh, das ist der Ring, wo ich die ganz klasse, sogar zweimal. Sehr schön. Sehr schön. Ja, warte, warte. Och Gott, warte mal. Hallo. Ja, es ist nicht gut. Aber guck mal in den Stream, was bei mir getroppt ist an Archaischem. Das ist alles an Archaischem, was bei mir gefallen ist. Do. Tasker Theo. Do. Black Tons. Ein Höllenkatz. Hüftgürtel. Das haben wir. Do. Ein Halikons. Gut. Do. Do. Lässt Krähenfüße. Wer spielt sowas? Alle. Wer spielt so. Do. Litanei der Unverdrossenheit. Alle. Das interessiert keinen Mensch. Alle. So, was wollte ich? Ach Gott, ja, ich bin leicht abzulenken. Das ist so ein bisschen das Alter, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Alter. So, jetzt tue ich aber die Leute nicht langweilen mit dem Ring. Den schmeiße ich mal da in die Truhe. So, den schmeiße ich in die Truhe. Den schmeiße ich mal da hier. Schlechte Zeiten, man weiß es, ob man ihn mal braucht. Gut. Was haben wir denn da? Zurückhaltung, ja. Wie immer, unbrauchbar, unbrauchbar. Gut. So, von mir aus kann es theoretisch weitergehen. Bin ich auch so weit. Ja. Schreib einfach, wann es losgehen kann. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen.
Ja, die alte Knoche da, die sind ein bisschen masch. Oh. Ai, 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 ai. Ach, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Nee, da wollte ich auch nicht. Da wollte ich auch nicht. Da wollte ich auch nicht. Ah, gut. Sehr schön, dann kann es weitergehen. So. Apropos, nicht wundern, warum ich 99er mache und kein 100er, aber ich habe gefühlt den Eindruck, dass immer zu volle Zahlen, so bei 10er, 20er, 100er, 110er, einfach ein Sprung ist. Und dass die 99er oder die 19er immer viel leichter sind. Also, wie gesagt, kann sein, dass ich mir das inbild, aber mir haben mehrere bestätigt, dass ihnen genauso geht. Also ich glaube, so viel Inbildung ist da gar nicht dabei. Oh, die Ebene mag ich. Die mag ich. Da ist fast immer ein Pylon. Da sind immer viele Gegner. Och komm, das gibt's doch nicht. Wirr in die Explosionen, in Dunnerkeil noch einmal. Aha. Langsam wird's langweilig. Aber gut, ich muss halt auch sagen, ich habe ja vorhin so ein bisschen umgebaut auf mehr Tempo und es ist klar, dass mir da ein bisschen Stabilität verloren gegangen ist. Was jetzt auch nicht heißen soll, dass ich hier dauertot sein will. Komm, och komm. Langsam wird's wirklich lächerlich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, so kann man es nennen. Abrausch Kies, klar, machen wir. Machen wir. Das ist ja tagsüber, kann ich schon nicht streamen, weil ich da auf die Kinder aufpassen muss. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Und da farm ich meistens halt Kies. Also deswegen sind Kies in der Regel nicht mein Problem. Ne, halt, wie gesagt, wenn ich halt hohe oder höher herlaufe. Dann ist das Ganze mit Kinder schwierig. Weil eigentlich sollten ja Kinder auch immer oberste Priorität haben. Und ja, insofern macht es dann auch Sinn. So, jetzt kommt wieder der da nicht in die Pusche. Der ist so malig.
Und das ist halt das, was ich am Wirbelwind-Papa einfach viel besser finde. Da muss man nicht warten und gucken und sondern einfach durchziehen. Also Wirbelwind-Papa einfach Knöpfchen drücken. Ja. Deswegen bin ich halt ja ach so spät, weil ich habe ja vorhin die Kinder eigentlich, also meine Zeit ist normal, wo ich anfange um 11, weil dann liegen die Kinder im Bett. Echt? Was mache ich falsch? Also irgendwas mache ich verkehrt bei meinem. Also, aber es ist halt auch so, ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich primär Barbspieler. Also der DH, der ist für mich ein bisschen. Wie soll ich es formulieren? Böhmische Dörfer. Also ich habe ne langsam zum Larven gebrungen, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes langsam. Also was ist das? Schuhpapi. Das verstehe ich aber nicht. Wie gesagt, deine Skillung ist nicht anders wie meine. Also, ich wüsste jetzt nichts, was bei dir anders ist wie bei mir. Gut, du hast ein Amulett wie ich. Ansonsten hast du es oder hast du irgendwie Verbrauchsreduktion? Nee. Aber wie gesagt, deine Skillung ist genau wie meine. Also ich wüsste jetzt nichts, was da anders wäre. Also gerade bei mir im Clan ist er einer, der ist richtig fit mit DH, also der spielt den Arzt und der hat mir erklärt, wie ich den hier so Bauer hab und wie ich den hier zu spielen hab und aber es ist Arzt, wie gesagt, bei dem ist es selbe in grün. Oh geil, blauer, wunderbar, wunderbar, also da, blauer ist nie verkehrt. Sehr schön. Habe ich eigentlich die Kies aufgesammelt für lauter, lauter, hallo. Die Kies sind wichtig, ja. Müsste ich haben. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt nichts, was bei deiner Skillung anders ist. Also ich habe zwar im Moment kein Nahtod drin, aber das ist, wie gesagt, da habe ich jetzt ein Movement Skill drin. Die Idee ist sehr gut, ja. Die Idee ist sehr gut. Wie gesagt, erwart mich so gehe. 11. Dann ist für Mäu sogar mein Krupp schon voll, weil ich noch mit zwei anderen Mäu verabredet bin. Ja, dann machen wir das Mäu, da passt das. Warte mal, warte mal, warte mal, ich muss gucken. Ja, zeige mal, was du machst.
Keine Ahnung, was ist denn das? Es ist jetzt aber hoffentlich nicht irgendein verbotenes Tastatur-Ding, Alter. Aber was ist das? Was machst du da, Alter? Ei, nee, aber jetzt bin ich neugierig. Komm doch mal in der Discord. Komm mal in der Discord. Hä? Und das reicht, weil wie gesagt, das mache ich auch, aber das reicht mir nicht. Also, beziehungsweise jetzt schon, weil ich habe, wie gesagt, ich habe bei nicht meine normale Skillung drin. Also ich spiele jetzt, also aber normal spiele ich genau wie du. Ah, du bist schon drin. Warte mal, jetzt muss ich Esegon. So. Gut. So. Wie startet man Discord? A, B, C, D. Da ist Discord. So. Gut, dann muss ich auf das Server. Halt, ich bin doch drin, aber wo bist du? Wo bist du? Ich wusste gar nicht, dass ich im Discord-Server drin bin. Ah, du bist bei Gaming. Warte mal. Tatsache, da bist du. Hi. Servus. Wunderbar. Ach Gott, das war ja einfacher, wie ich dachte. Das ist, wie gesagt, ich habe hier mit vielem neu angefangen und ja, so. Wie gesagt, mir reicht das nicht, wenn ich da eh zweimal schieße. Also, da geht mir trotzdem der Hass aus. Pass mal auf, Ja. auf welcher Taste hast du dein... Warte mal, ich kann es mir eben erklären, ich finde. Auf welcher Taste hast du Stillstand erzwingen? Auf D, wie Dora. D. Ja. Und auf was hast du warte, Bewegung erzwingen? Gar nicht. Die Taste benutze ich gar nicht. Okay, pass auf, drück mal deine Taste zum Stehenbleiben durch, ne? Ja. Dann schießt du ja so, wenn du Linksklick drückst, ne? Also ein Ja. hungriger Pfeil, Ja. ne? Pass auf, jetzt drückst du dein dieses Rechtsklick, das hier noch dazu. Und ab und zu klickst du mit D und Linksklick rein. Wenn du das machst, bleibt dein Hass weit oben. Ab und zu mal einfach stehen bleiben drücken. Wenn du das die ganze Wow. Zeit... Ja, das verstehe ich. Genau, wenn du das die ganze Zeit machst, während du Mobs hast, geht dein Hass nicht aus. Du siehst in der Stadt, wir drehen uns jetzt durchgehend trotzdem. Ja. Du behältst deine Bewegungsstacks. Wenn du dann fast full bist, wieder kannst du es mal laufen lassen. Wenn du wieder unter Cool. Hälfte bist, drückst du dann wieder. Super, danke. Sehr gut. Bitte. Das benutzt nämlich in Speed-Builds und das haben mir ein paar Kollegen gezeigt, weil ich ja noch nicht so lange zocke. Ja. Das sieht man, weil wie gesagt, ich gucke mir ja auch immer, oh, mit wem ich spiele und wie erfahren die sind. Aber du hast doch sehr schnell sehr große Fortschritte gemacht, hallo. Dankeschön. Weil wenn du Das das halt die ganze Zeit machst im Rift, kannst du mal gleich ausprobieren, wenn du willst. Wenn wir gleich noch einlaufen. ja. Du merkst es halt direkt, dass du halt nicht ausgehst vom Hartz her. Also wenn viele Gegner in der Nähe sind, machst du es erstmal nicht, weil deine Rache sowieso hochgeht. Ja. Wenn die dann ein bisschen unter Hälfte geht, dann drückst du es wieder ab und zu, drei, vier Mal so. Dann kannst du wieder los. Weil so hältst du auch deine Bewegungsstacks oben die ganze Zeit. Aha. Cool. So. Weil ich habe jetzt schon umgeskillt, also ich kann mittler, also gut, das ist jetzt halt wie gesagt auf Tempo, deswegen sterbe ich hier, war ja öfter mal, aber Weil wenn du immer reingehst, drückst du als erstes immer Stillstand und hungriger Pfeil, damit du halt erstmal deine 20er Stacks bekommst, bevor du losläufst. Dann bist du direkt am Anfang richtig schnell. Das machst du immer, bevor du losläufst am Rift.
Und jetzt drückst du es ab und zu. Dann bist du genauso schnell. Und du verlierst kein NAS. Weil wenn du mal stehen bleibst, dann siehst du, deine Stacks gehen ja runter, ne? Wenn du nichts drückst. Wenn du dann hungriger Pfeil im Stehen drückst, obwohl keine Gegner da sind, kriegst du trotzdem die Stacks. Weil du musst dafür keinen treffen. Die Stacks gehen trotzdem hoch, dann bist du schneller. Dann hast du am Anfang nicht so Probleme mit dem Movement rein. Zum Beispiel, ich renne jetzt durchgehend mit 20 Stacks. Wenn dein Hass ausgeht, dann drückst du ab und zu mal wieder den hungrigen Pfeil, dann geht die wieder hoch. Ich habe zwar noch so ein bisschen mit Gewöhnung, aber es geht, es geht. Ich verstehe es und ich sehe, ah, es ist besser. Also. Also wenn du es ganz einfach haben willst, du hast ja mehr als zwei Tasten auf der Tastatur, ne? Ja. Hier drückst du Stillstand, erzwingen auf die vierte Maustaste, zum Beispiel habe ich das jetzt, ne? Ja. Dann spammst du einfach die ganze Zeit nur mit der Maushand die drei Tasten durch. Und währenddessen, du musst dann Bewegung erzwingen auf Leertaste machen, sage ich mal. So wie ich jetzt, ne? Ja. Wenn du hältst die Leertaste gedrückt, du kannst Stillstand erzwingen gedrückt halten und spammst einfach die ganze Zeit nur rechts und links Klick. Mehr machst du nicht. Du hältst zwei Tasten gedrückt und spammst mit der Maus. Ist auch viel angenehmer, dann klickst du auch nicht so viel. Wenn du dann noch mit Vorbereitung spielst und mehr Rache bekommst, dann geht das eh nicht aus. Da bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ah, weil der Witz ist, also ich hatte ja vorhin erzählt, also wie gesagt, ich habe ja erklärt kriegt ein Bild von ihm, der es macht und ich habe, der ist nicht oft da und deswegen konnte ich den auch nicht froh und ich habe nicht verstanden, wofür Vorbereitung überhaupt gut war, weil gebrungen hat sie mir nix und ja, aber jetzt verstehe ich, wofür die gut ist. Also du benutzt ja, die Vorbereitung macht deine Disziplin hoch, also der blaue Balken. Ja. Unten. Na? Ja. Siehst ja, wenn du das ab und zu mal drückst. Aha. Och, ja. Nee. Ich weiß gerade gar nicht, für was braucht man hier Disziplin genau, warte mal. Schattenkraft aufrechtzuerhalten, damit du mehr also damit du weniger Damage bekommst, also diese Form hier. Ah. Damit das nicht abläuft, weißt du, wenn du das jetzt die ganze Zeit nämlich machst, geht dein Mana runter, also deine Disziplin, dann drückst du mal Vorbereitung ab und zu. Aha. Damit halt die Form durchgehend da gut ist. Aber die muss ich sagen, die geht mir normal gar nicht aus, weil das kann sogar sein, dass ich das sogar so los. Du musst halt gucken, dass das, dass dein. Du hast Schattenkraft unten, ne? Ja. Warum hast du Gefährten drin und geschützt? Gefährte habe ich normal Wolfsgefährte, also vermehrt Damage. Hallo? Okay. Wie gesagt, ich hatte ja, wie gesagt, das Schattenkraft. Hat ich das andere, ich habe das überhaupt nicht benutzt. Also gar nicht benutzt. Und ja, da dachte ich mir dann mache ich was ich weiß, was bringt. Achso, ja gut, weil du drückst halt immer Vorbereitung, weil durch Schattenkraft geht dir das halt immer aus. Ja. Und du musst halt gucken, dass Schattenkraft durchgehend aktiv ist, damit du halt gar keinen Schaden bekommst. Ja. Weil später in den höheren, zum Beispiel bei 140 und alles, kriegst du, obwohl du dich die ganze Zeit drehst, halt Flächendamage ab die ganze Zeit. Aha. Und dadurch muss ich halt sagen, in den Dimensionen bin ich noch nie gewesen. Also, Nee, das willst du auch nicht, glaub mal. Da willst du auch nicht.
Da wirst du auch direkt rausgeschmissen aus den Gruppen, wenn du ein bisschen weniger Damage machst. Das ist ein bisschen dumm. Du weißt, Lara, ich bin von vielen sehr gut mitgenommen, war als Supporter. Also das ist das Gute als Supporter, da muss ich nicht gut sein, da muss ich nur anständig. Welche Steine spielst du? Warte mal, warte mal, warte mal, da bin ich aber, was haben wir da? Steige der Schlichtheit, Verderben der Geschlagenen und Tegok. Zur Beziehungsweise. Not, das, was ich meinte mit dem Stillstehen und Schießen, ne? Wenn du das mit dem Stillstehen fünfmal machst, hast du schon direkt fünf Stacks, also Teguk 6. Und Aha. du aktivierst, warte, welche Armschienen hast du an? Weiß ich gerade nicht. Warte mal, da habe ich da die klassische, der Wickel der Klarheit. Okay, Das. pass auf, drück mal einmal Stillstand und also hungriger Pfeil und Stillstand. Dann Ja. proc direkt die Wickel der Klarheit und als Buff. Ah, aha. Merkst du? Ja. Dann hast du den Buff schon mal dran und ab und zu, wenn du das dann im Kampf machst, die ganze Zeit mit dem Stehen bleiben, bleibt der Buff auch. Dann hast du Teguk und Wickel der Klarheit gleichzeitig ab die ganze Zeit. Merkst du? Ja. Wenn du es ab und zu mal reindrückst noch, mit dem Stehenbleiben und alles, Ach Gott, ne, ja. Also dann muss bleibt ich der Buff nämlich quasi die ganze Zeit. dauerhaft Stillstand erzwingen drücke. Genau. Aha. Und wenn du dann noch Bewegung erzwingst, dann sieht das so aus, oder? Ja, muss mich jetzt mal kurz wieder dran gewöhnen. So. Vor allem, ich schlaf auch gar nicht mehr, Lea. Also gar Ist das, nicht mehr. jetzt habe ich zum Beispiel noch Schattenkraft ab, die ganze Zeit. Siehst du das? Ich bin durchgehend grün. Ja. Genau, und wenn du mal ab und zu mal keins mehr abpasst, dann drückst du halt Vorbereitung und dann geht dir das Mana wieder hoch für Schattenkraft. Aha, boah, weil da kriege ich auf Dauer Krampf in den Finger. Das atmet ja richtig einen Arsch aus. Genau. Aber so hältst du halt deinen Hass oben, ne? Ja, nee, das ist wie gesagt, weil ich bin, also das ist alles, ich habe ja erzählt, 122er laufe ich. Das ging gut und 123, keine Chance, aber gar, also, dass das so extrem abkackt, also. Ja, das ist schon extrem dann, ja. Aber du musst ja mal schauen, die Leute, die auf 150 laufen, haben sich beschwert gehabt, dass Weil. 150, weil 150 zu leicht sein soll. Echt? Ja, die rennen halt mit einem Paper Damage. Du hast jetzt 6.700.000, sehe ich gerade noch im Stream. Ah, Na? ja. Die rennen halt rein mit einem Paper Damage von 48 Millionen. 150, weißt du? Ah. Und ist dann klar, dass das für die zu leicht ist. Und dann hat Blizzard gesagt, okay, die machen die Schwierigkeit ein bisschen höher von den 150ern. Das heißt, seit ein paar Tagen sind die höheren Rifts ab 120 ein bisschen schwerer geworden. Vielleicht kommst du deswegen gerade momentan nicht so gut klar. Das kann sein, alle. Weil davor bin ich 135er gelaufen und jetzt Aha. laufe ich nur noch 125er. Weil es einfach zu schwer geworden ist. Aha. Stand halt in den Patch Notes wohl, aber ich habe es halt herausgefunden, weil es mir Kollegen gesagt, Ah, ne, ich Nettigkeit gemacht. lese, wie gesagt, das ist bei mir ist Zeit ist Problem. Also ich würde auch gern mehr hier streamen, aber es ist halt, wie gesagt, tagsüber muss ich auf die Kinder aufpassen und ja, hallo. Ja klar. Also wenn du möchtest, am Wochenende, also Wochenende spiele ich eigentlich immer mit den zwei Leuten, die ich gerade meinte. Ja. Und der eine ist halt Paragon Stufe 3800. Und er sagt mir so immer meine Builds und so, wie ich zu spielen habe und alles. Er sagt mir das dann alles, wie es funktioniert. Hat er bis jetzt eigentlich gut gemacht. Weil mein Mönch habe ich innerhalb von 2 Tagen auf Full Set auf 4 Millionen Paper Damage hoch. Als Support. Mit dem laufe ich jetzt auch schon 130er. Innerhalb von 2 Tagen. Ich habe jetzt 6 Charaktere auf 130er Rifts gemacht in 2 Tagen. Gott, wie lange ich Ist jetzt Diablo Erfahrung. spiele, hä? Ich spiele Diablo seit Diablo 1, ne? Und du bist mir hier haushoch überlegen, aber haushoch. Aber ich muss halt auch sagen, wie gesagt, ich bin auch primär Spaß. Also das ist.
Ich mache Sachen, wo Ja, ich selber weiß, dass es nicht so effektiv ist. Ich spiele teilweise Skillungen, die in Anführungsstrich schlecht sind, aber sie mir eff. Wie ich vorhin gesagt habe, mit Mage, der Mar der Archon Mage, der macht das mehr Ding Spaß, war ja. unmöglich verhoht Skirifts, du bist Max, aber der hat mir einfach so Gaudi gemacht, dass ich den wirklich dauerhaft gespielt habe. Und ja, da darf man dann halt kein großes Set erwarten. Das habe ich halt bei dem Mönch auch, Aha. den ich spiele. Ich spiele den nämlich auf dem Wasserbild. Da kommst du nur bis 125 mit, Ja. weil der Schaden danach einfach nicht mehr stimmt. Ja. Aber für Supporten, für so große Gruppen auf 140ern, dann geht das noch ganz gut klar, weil du frierst halt alles ein. Aha. Dann bewegen sich die Mobs nicht mehr. Und wenn du dann mit zwei Dämonenjäger läufst, wie mit uns jetzt zum Beispiel, Ja. du machst Kälteschaden. Aha. Und wenn du Das die ist Leute also natürlich was, das gefällt. und das konnte mir noch keiner erklären. Warum skill ich auf Kälteschade? Weil das ist doch Sperrfeuer, Raketensturm ist doch Feuerschade. Also. Guck mal, wenn du, du siehst ja oben, wenn du auf der Fähigkeit drauf bist, Ja. da ist der Hintergrund hinterm Namen. Ja. Ja? Da zum Na. Beispiel bei Schwerfeuer ist Feuer, genau. Ja. Bei Hungriger Fall ist Eis. Ja, doof Bei stehe ich's, Rache. aber ich nutze das ja sehr wenig. Hallo. Mit Dolchfächer zum Beispiel ist übel gut. Aha, aber. Später, weil du einfach slowst. Ja. Ah. Und auf der Waffe, die du später brauchst. Also ich habe jetzt schon zum Beispiel die perfekte, lies mal. Die Boryza. Ja, die habe ich auch. Oh, aber die ist viel Genau. besser da in hier. Aber lies mal oben. 900 Kälteschaden plus. Ja. Deswegen. Weil wenn du 20% nochmal draufhaust, 20% plus 900 Schaden pro Aha. Rüstungsteil. Oh, ich habe auch Kälteschade. Gut, das wusste ich jetzt auch nicht. Gut. Eben, pass auf, und wenn du jetzt auf, zum Beispiel auf deine Armschienen jetzt Kälteschaden drauf machst, 20% ist das höchste. Ja, Ne? ja. Du kannst es noch auf deine Arme, glaube ich, machen und auf deine Beine. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ups, Amulett geht Ja? auch. Dann sage ich mal, hast du 60% Kälteschaden plus 900 Schaden Ja. drauf. Also 900 mal 60. Weißt du? Ja. Kälteschaden entsteht erst darauf, wenn Kälte drauf ist als Effekt. Das heißt, wenn ein Mönch einfriert, ist er frostet Ja. und dann machst du erst diese 60% Kälteschaden. Gut. Also, du hast dich doch arisch mit der Theorie. Wie gesagt, so tief bin ich hier nie in. Also ich bin, wie gesagt, drauf in der Wirre. Also ich gucke dann in die Leaderboards, was die für Ausrüstung haben, kopiere sie und dann, ja. Beziehungsweise Wenn gut, du ich. möchtest, kann ich dir eine Seite schicken. Da wird das alles gezeigt, zum Beispiel. Warte mal. Geh mal kurz auf den. Also da Mal war schnell ich auf auf Mali mehreren rüber. Webseiten und ich muss sagen, die waren alles sehr enttäuschend. Bei Path of Exile, da gibt es richtig gute Seiten. Also, aber gerade bei Diablo 3 und selbst wenn, also dann sind Seiten, die zeigen, was du brauchst, aber die erklären nicht, wie man es spielt. Und das ist. Dotra ist es bei mir auch schon ein paar Mal gescheitert. Ich hatte guter Kram, ich habe alles richtig geskillt, aber ich habe falsch gespielt, weil ich nicht wusste, wie es geht. Okay. Ja, gut. Ist natürlich nicht so gut. Ja, Ja. ne, wie gesagt, also weiter geht's ja immer irgendwie. Weiter geht's immer irgendwie. Wir spielen den Schnellfeuer, ne? Wir spielen den Schnellfeuer, ne? Ja. Oder das Bild. Könntest du nämlich eventuell kennen? Schick mir im Discord und wie gesagt, also jetzt mache ich das nicht, jetzt nicht im Stream, aber ich gucke mir es später mal an. Die Waffen sind da gerade völliger Quatsch, weil das du benutzt im Moment die Boryza. Das ist nämlich von der vorherigen Season noch. Ja. Warte, hier. Da hast du es einmal. Aha, Da hast du komplett alles, was die Vorteile und Nachteile sind. ja. Unten, ganz unten hast du dann noch ein Video dazu. Da wird dir auch erklärt, wie du die Paragon-Punkte machst. Dann steht da unten ein Video, wie du schnell auf 150er Kick kommst. Dann Ganz erklärt er dir auch wichtig, nochmal ist alles. das Deutsch? Ganz wichtig. Die Seite ist auf Deutsch, ja. Ja. Das Video weiß ich gerade nicht, warte.
Weil das ist mir ist empfohlen, weil ich muss unbedingt auf Twitch auf Englisch streamen. Da hast du eine größere Community. Jeder, der, also ich bin ja Pelsen, ne? Also wie mein Name sagt, wie man erhört von der Sprache her. Mein Englisch ist ähnlich. Also ich glaube nicht, dass mich irgendwer auf Englisch streamen hören will. Ja gut, das Video ist zwar auf Englisch, aber erklärt es eigentlich ganz okay. Aber zum Beispiel, du hast jetzt oben zum Beispiel, da steht Basis-Setup, das ist es nicht. Du musst runterscrollen, bis da steht globale Stat-Prioritäten. Steht dann Sehr da und dann gut. hast du unten das Bild zusammenstellen, Gegenstände, Stat-Prioritäten, Edelsteine, Fähigkeiten, passive Power und Punkte, Begleiter, Gameplay und Hardcore, ne? Gut. Dann klickst du unten auf zum Beispiel Greater Solo Push und Speed. Und dann wird dir da die perfekte Rüstung dafür angezeigt. Und dann steht da auch, welche Steine du mit Wie reinnehmen musst heißt in denn den die Würfel. Website? Sagen wir es mal so. Aber die Waffen zum Beispiel bei ihm sind jetzt auf das Speedbild. Das ist Quatsch bei ihm. Wie heißt denn die Website, wo das steht? Die Seite heißt maxroll.gg. Nee, du wärst lache, da bin ich unterwegs. Die kenne ich. Da war ich, da mache ich, da gucke ich auch, ja. Und Okay, gut. allerdings hat mir das genau, das ist noch keine Woche her, hat mir das einer erzählt, wo bei mir im Clan ist. Also, ich bin da auch noch nicht so lang drauf, aber ja, die sah super. Also, die, genau wie du sagst, also, da wird alles beschrieben. Ja, eben. Allerdings sind nicht alle auf Deutsch. Also das ist so ein bisschen mein Problem, aber Wenn du hoch gehst, ganz hoch auf der Seite, ja. hast eine Flagge. Hab Und ich da auf kannst du auf Deutsch. Deutsch. Ja, das hab Da ich, kannst du auf aber Deutsch das stellen. geht nicht bei Okay. allen Videos, leider. Also. Ja, bei Videos leider nicht. Das. Aber die Website, die ist klasse, die ist richtig gut. Also. Hier wird aber auch gesagt, du musst mit Krümelchens Amulett spielen. Du hast Krümelchens jetzt nicht dran, oder? Nee, weil ich mit Krümelchens nur sterb. Also und ich. Genau, weil ich zock zum Beispiel gerade mit Krümelchen. Aha. Ne? Und dadurch, dass du Schattenkraft halt die ganze Zeit aktiv hast, stirbst du halt nicht. Aber ist Weil du halt. Schattenkraft so mächtig? Also, sagen wir mal, ich hab's zwar also mal gezündet, aber jetzt nicht dauerhaft. Also. Wenn du es durchgehend anhast, ich glaube, das verringert irgendwie 60% vom Ja, Schaden. genau, ja. Dann ist der Krümelchens-Effekt nämlich komplett weg. Das Weißt du? erklärt mir das erklärt. Allerdings muss ich halt Asa, wie gesagt, mein Duft der Zeit ist archaisch und das war Ja. eigentlich der Hauptgrund. Weil wenn du da mal anguckst, was da drauf ist, da ist kein Crit Chance drauf, da ist kein Crit Damage drauf. Also das ist nicht unbedingt die beste Wahl. Also. Ja, da kann man natürlich immer noch mal gucken. Amulette sind immer die Schwierigkeit. Wurde dir die Würfel richtig erklärt? Aber da kann man ja fast nichts falsch machen, glaube ich. Also, denke ich, weiß ich. Also. Nee, weil zum Beispiel den Würfel haben sie mir gar nicht erklärt, haben sie einfach gesagt, probier mal aus. Wie gesagt, ich kopiere Bild. Ich gucke in die Leaderboards und baue das nur, soweit ich die Sache habe. Und dann fange ich an zu verändern, Sache, wo ich. Nett, also wie gesagt, wenn ich dann zu öfter sterbe, dann mache ich mehr Leben. Wenn ich zu wenig Damage mache, gucke ich, wie die Crit-Chancen sind. Oder halt auch, wie gesagt, halt auch mit Kälteschaden, dass ich da ein bisschen drauf mache. Weil du musst halt mal schauen in den besten Listen. Da musst du ein bisschen aufpassen immer. Die ersten 15 Plätze oder ersten 50 Plätze nehmen ihre Items raus oder tun falsche Items rein. Echt? Das wusste ich gar nicht. Bevor sie ausloggen, damit die Leute in den vorherigen Plätzen, ich sag mal Platz 2, ne, Aha. Dämoniger Platz 2, nicht bei Dämoniger Platz 1 abgucken kann, um seine Zeit wegzunehmen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Aha. Da musst du ein bisschen aufpassen. Weil manchmal tun die da einfach übel die Kacke rein und du denkst, das ist gut, weil du es halt nicht weißt. Ja. Eben. Oder die tun einfach die falschen Sockelsteine rein. Auch schon oft gesehen. Aber gut, es ist auch nicht so, dass ich jetzt wirklich, wie gesagt, ich gucke in der Regel die Oberste
Und dann gucke ich mir einmal die letzte an, weil was ich nämlich mitgekriegt habe, ist, aber das ist, glaube ich, auch logisch, halt die auf der ersten drei Plätze können teilweise dann so Sachen wie Vitalität vernachlässigen, weil sie Paragon 3000 haben und die haben dann 1000 Punkte in Vitalität und das geht bei mir logischerweise nicht. Das meint man zwar, aber der Level 3000er zum Beispiel, ne, Ja. hat 2600 Punkte in Geschick drin. Aha. Er hat nicht viel mehr Gesundheit, also der rennt da rum mit 6 Millionen Leben, klar. Ja. Aber das ist halt, wenn du deine Items full hast und richtig kolterst. Aha. Das ist manchmal das Ding. Zum Beispiel, meine Schwester zockt das ja auch, spielt den Aha. Mönch. Ja. Und ich bin Full-Geared-Mönch und sie hat eine Million Damage, eine Million Leben mehr als ich. Aha. Aber dafür mache ich 3 Millionen Paper Damage mehr. Also sie hat es einfach nur anders umgerollt. Also ich mache mehr Schaden, aber sie spielt eher auf Support, ich auf Schaden halt. Das ist das Ja. Problem da. Da muss man auch mal abwägen dann. Ich hatte ja vorhin, wie gesagt, ich habe ja schon Support Barb, Support Mönch, also du machst ja gar keinen Schaden. Support Mensch? Ja. Warte, ich log mal kurz um. Ich warte kurz. Kann sein, dass ich muss nämlich mal kurz einen Stein zurückschicken. Ich habe die mal mit einer Magierin drin. Ja, das Problem habe ich auch, dass ich wie dass die geben alle. Deswegen mache ich ja gerade jetzt diese Runs, dass ich ein paar Stehe habe, die danach oben sind. Gut. So. Weil da hatte ich mich gerade vor 2 da aufgeregt. Da habe ich dann auch mit Freunden gespielt und die wollten hochlaufen. Und ich hatte nur noch 5er Stehe zum Hochleveln und 110er Rift macht keinen Sinn, 5er Steh, also bei aller Freundschaft nicht. Ja gut, das stimmt schon. Warte mal. Wo ist Stein jetzt? Und wir zocken mal bis zum Portalwächter und dann lässt sie mich den mal ganz kurz machen, dann zeige ich dir mal kurz. Können wir machen. Okay. 99, ne? Ja. Oh, warte, ich muss auf werde, ja. Das ist jetzt zum Beispiel der so, du siehst ja, du hast jetzt eine Aura unter dir. Du kriegst weniger Schaden, hielt sich über Zeit. Ich Du weiß es kriegst vor mehr. allem, ich kriege extremer Damage Boost, weil ich hatte die Woche einen Mönch bei mir in der Gruppe. Kein Support-Mönch, normaler Mönch und selbst der hat enorm gepusht, also enorm. Ey, guck mal, wie der läuft. Guck dir das mal an. Oh. Du Beispiel, hast spielst du einen recht, also Support mit? mein Hass geht überhaupt nicht mehr runter, ganz im Gegenteil. Ja, eben. Es geht sogar teilweise hoch, Ja. weil du durch den hungrigen Pfeil mehr bekommst, als du verbrauchst. Ja. Deswegen ist der hungrige Pfeil auch auf der linken Taste. Weil Maike da, wie gesagt, ich kopiere jo Builds und dann probiere und ich dachte, dass das halt mein Single-Target-Damage ist, also für halt Endbosse. Aber Nee, dass nee. das Tode 4 gedacht ist. Also manchmal machst du auch zum Beispiel, ich benutze meinen Linksklick gar nicht. Das ist einfach nur für die Rune, die da drin ist. Aha. Weil auf den Waffen gibt es manchmal einen Effekt drauf. Zum Beispiel bei der Magier ist es Verbrennen. Ja. Ne? Ich drücke Linksklick fast gar nicht, aber meine Klone benutzen diese Fähigkeit die ganze Zeit. Aha. Das heißt, mein Verbrennen-Damage geht pro Schlag, den meine Klone machen, um 300% hoch. Und ich drücke die Taste nicht einmal. Oh, warte mal. Ist der Glitch schon mal? Dann Ja. zeige ich dir mal, was ich meine. Ich bin jetzt Supporter. Ich sollte eigentlich keinen Schaden machen, ne? Ja. So, ich stecke mal hoch. Wir müssen kurz noch ein paar töten, damit der Druck kommt. Na toll, neue Ebene.
So, jetzt runter, gut. Pass auf. Ja. Ne? Siehst du, ich mach keinen Schaden, ne? Ja. Auf, klar. Siehst du das? Ja, was ist das? Siehst du meine Klone die ganze Zeit? Ja. Guck mal jetzt. Jetzt bin ich zwar tot, meine Klone kommen jetzt aber direkt wieder. Aha. Siehst du, die schlagen halt auch, wenn ich tot bin. So. Jetzt mach ich mal den Effekt gleich an. Sofort, oder? Jetzt. Pass auf, ich sende dir mal kurz den Effekt, den ich meine, der das ist. Ja. Ja. Ich muss mal kurz rausholen, wo der ist. Also, ich lese mal kurz vor. Ihr könnt 10 maximale Verbündete haben. Jeder mystische Verbündete erhöht den Schaden eurer mystischen Verbündete um 3000%. Erstens das. Ja. Also pro Klon, den ich habe, 3000%. Ja. Dann habe ich das nochmal auf meinen Schultern, habe ich nochmal plus 14%. Aha. Auf meiner Brust nochmal plus 11%. Dann habe ich noch Feuerfertigkeiten verursacht, 19% Schaden auf meinem Dingen, auf meinem Arm. Dann habe ich noch in dem, warte, wo ist er? Der Pfad des Wächters. Ah ne, in meinem Würfel war das. So. So, oder? Mein Würfel. Bindung der niederen Götter. Aha. Wenn sie Zyklonbeschlag benutzen, machen 5 Sekunden lang ihre Verbündeten 200% Schaden und aufgeteilte Feuerverbündete erhalten den fünffachen Bonus. Du verschlagst so, wie du denen so weiter spielst, so spiel ich meine Maler, Mensch. Also, gut, ich habe andere Offend wie du und ich habe die Skillung ein bisschen anders, aber es, wie gesagt, so spiel ich meine Maler, Mensch. Also, aber da muss ich ja sagen, da halte ich mich nicht an die Mäh. Also da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht in die Leaderboards geguckt, sondern da hat einer aus meinem Clan, der, ach, so wie ich Spaß spiele, ist gemeint, dass das relativ witzig ist so. Aber gut, ja, eben, der ist auch ein bisschen anders. Wie gesagt, also ich habe jo vor 2 Seasons, glaube ich, das letzte Mal in Supreme gespielt. Also da hat man die auch ein bisschen anders gespielt, aber nur ein bisschen. Warte mal. Ja. Kann die, du spielst auch Mensch, hast du gesagt, ne? Ja, ich habe auch Mensch. Hast du die Bindungen der, oder wie ist die? Bindungen der niederen Götter als Item? Was, warte mal, ich gucke mal bei dir im Profil. Wo hast du die? Die, warte, ich identifiziere die mal kurz, dann gebe ich die dir mal. Ah! Hier. Ah ja, damit schaffe ich, damit schaffe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie auch habe oder ob ich sie im Cube habe, aber ich habe die, also die habe ich dabei, also. Okay, weil du sollst die am besten im Cube. Ah, das dann das Maximum Stiefel, ist. Ja. Weil die Stiefel, der macht nochmal 187 mehr Schaden auf den Verbündeten und die bleiben länger. Ich habe halt eine andere Armschiene, auch wie du, weil ich habe da Wille, wo ich glaube, Sekundenschlag reduzierte Damage oder so irgendwo, also. Den ich kriege. Nee, dafür benutzt du die Fähigkeit Gleichmut mit Aufstieg. Dann bist du 8 Sekunden lang immun gegen alle Schaden, gegen jeden Schaden. Das heißt, du kannst nicht getötet werden für 8 Sekunden. Pass auf, guck mal. Das hab ich auch, das hab ich auch. Ich hab das hier drin, die Rune, 75% weniger Schaden. Ne? Aha. Plus das. Unbesiegbarkeit für 8 Sekunden. Aha. Und Zyklonschlag habe ich halt auf Rechtsklick mit Implosion. Was ich nicht habe, ist, ich habe keine heilige Einkehr, da habe ich was anderes. Und ich habe keinen rasenden Angriff, da habe ich was anderes. Aber und ich habe keine Einheit. Ja, aber alles andere habe ich so ähnlich. Wie gesagt, aber ich habe keine, das ist kein Supporter bei mir. Ja, also der ist hier so Tank Support. Ja. Ja, also warte mal, meine Stats, siehst du ja, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade ohne meinen Buff von gerade 4 Millionen Paper Damage. Mhm. Ne? Auf 1 Million Leben. Wenn ich mich gebufft habe, muss man kurz gucken, oder? Puh.
Okay, ich krieg's gerade nicht hoch. Jetzt habe ich, guck mal, jetzt habe ich 9 Millionen, 9 Millionen Damage gehabt. Hast du das gesehen? Ja. Und wenn ich dann noch den Kampfbuff drauf krieg von dem Dingen da, hier von dem Vollstrecker-Ding, da machen meine Dinger nochmal 30% mehr Schaden und ich krieg 9 Millionen Schaden plus 30% Aha. drauf. Dann bin ich ungefähr bei 23 Millionen Schaden. Du, sorry, ich muss dich unterbrechen, weil ich muss jetzt langsam ins Bett, weil ich muss ab Albere aufsteigen und dass ich noch Kein Problem. irgendwann schlafen kann. So, ich beende mal das Stream. Ich bedanke mich mal bei den Zuschauern, wünsche noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Ich hoffe, dass nicht bald wieder kommen. Willst du auch noch einen Abschied ablassen? Nee. Ei gut, so, dann machen wir mal Schluss für heute in diesem Sinne. Bis demnächst in diesem Theater. Servus.